dass die Kosten kleingerechnet werden, die Risiken weichgezeichnet werden und wir auf die Art und Weise in einen Tsunami von Nachtragshaushalten und Nachtragsanträgen stolpern, die die Kosten dann nach oben treiben, ja, und wo wir keinen Einfluss drauf haben. Dass man eine vernünftige Ausschreibung macht, die das, was tatsächlich zum Schluss rauskommen soll, auch widerspiegelt. Denn das Problem bei dieser Methodik, die ich eben geschildert habe, ist auch folgendes. Wie soll ich ein Objekt, ein Produkt zum Schluss abnehmen, wenn eine Leistungsbeschreibung unvollständig ist? Das öffnet den Gerichten Tür und Tor und man trifft sich dort, ja, um diese Dinge zu reden. Das waren die Daten 2012. Und alle Defizite, die seinerzeit bekannt waren, haben wir bewertet, inzwischen von ihrem Aufwand, von ihren Kosten und von dem Integrationsaufwand, der ebenfalls in den Kosten seinen Niederschlag fand. Da ein Großteil dieser Maßnahmen bis heute nicht durchgeführt wurden, ist davon auszugehen, dass 2019 noch geschönt ist.